Jo, servus Leidl, ich bin's wieder, der Jolly. Ich zeige euch heute in einem Video zwei halbwegs gescheite AFK-Glitches in Vanguard Zombie. Der Anfang. Und zwar kommen wir gleich mal zum ersten Glitch. Der ist bei dem Gebäude, wo Tempo-Cola ist. Da springt sie da einfach rauf und dann auf die Kante und dann bleiben die Zombies alle vor euch AFK stehen, nur müsst halt aufpassen, nach einer langen Zeit bewerfen sie euch mit Fleisch. Ihr seht, die ganzen Zombies bleiben alle in einem Umkreis bei euch stehen. Bleiben alle AFK stehen. So, dann kommen wir gleich zum zweiten Glitch. Dann nehmen wir gleich die ganzen Zombies mit. Bam bum bam bam. Der zweite Glitch ist, nehmen Tempo Cola und da springt sie ganz einfach auf den Sessel rauf, so wie ich da oben stehe. Und dann bleiben die Zombies alle AFK vor euch stehen. Nur wie gesagt, wenn ihr lange braucht mit Abschüsse, dann bewerfen sie euch mit Fleisch. Aber so könnt ihr ganz easy auf Mehrfachabschüsse gehen, auf Headshots gehen, um Tarnungen freizuschalten, Waffen leveln etc. etc. Also ich zeige das Ganze noch einmal da. Da springt sie einfach da drauf. Und dann ganz easy raufspringen, bis ihr anstößt, dass eure Füße in der Luft sind. Ganz easy. Und wie gesagt, dann versammeln sich die Zombies da vor euch und nehmen euch. Da könnt ihr ganz easy auf Headshots gehen. Und der zweite Glitch ist da, nehmen Tempo Cola, da springt sie einfach da am Sessel rauf und da müssen eure Füße auch in der Luft sein. Und dann versammeln sich die Zombies da, da und dort. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Abonniert meinen Channel, damit ihr nichts verpasst zu Cold War und Vanguard Zombie. Ansonsten würde ich sagen, Leideln, bis zum nächsten Mal, oder? Euer Jolly, servus Leideln.